Guten Abend, herzlich willkommen. Hier ist Dercho TV live am heutigen Samstag und ich begrüße euch ganz herzlich zu dieser heutigen Sendung am Samstagabend um 18 Uhr. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Tag, denn es ist schön draußen gewesen. Morgen habe ich mir sagen lassen 20 Grad hier bei uns in Nordrhein-Westfalen. Also geht raus, esst ein Eis und habt Spaß. Ja, aber wir haben heute nicht so viel Spaß in dieser Sendung. Bei der Vorbereitung ging ein Thema mal nicht ins Top-Thema, sondern es ging woanders hin. Und zwar nämlich diesmal nicht in die Ukraine, sondern diesmal nach weiter nach Asien. Und zwar nämlich diesmal nach Kuala Lumpur, sei schon, nach Malaysia. Dort besser gesagt, denn heute Morgen kam die Eilmeldung rein, dass ein Passagierflugzeug, eine Boeing 777, eine Boeing 777-200, wie man sie gerne nennt, auf dem Weg von Kuala Lumpur nach Peking verschwunden ist, der Funkkontakt abgebrochen wurde. Man vermutet selbstverständlich, dass die Maschine, dementsprechend, dass die Maschine abgestürzt ist im Meer. Neueste Informationen gibt es im Moment nicht, aber es sind offenbar viele Kuriositäten passiert, wie zum Beispiel unter anderem auch, dass zwei in dem vermissten Flugzeug der Maschine vermutete Europäer nicht an Bord waren, dass die Außenministerien in Italien und in Österreich, also in Rom und in Wien, haben mitgeteilt, dass die Pässe von einem Italiener und einem Österreicher in Thailand vor längeren als gestohlen gemeldet wurden. Die beiden Namen standen jedoch auf der Passagierliste des Fluges der Malaysian Airlines. An Bord sind 239 Menschen. Maschine ist am Morgen verschwunden und neueste Informationen gibt es unter anderem, dass nach dem Verschwinden, vietnamesische Suchtrupps zwei Ölspuren auf dem Meer entdeckt haben. Beide Spuren seien 10 bzw. 15 Kilometer lang und könnten aber auch von der Maschine stammen, so heißt es von der Regierung in Hanoi. Die Maschine war auf dem Weg, das habe ich schon gesagt, von Kuala Lumpur nach Peking in die chinesische Hauptstadt. Die Maschine war also vorwiegend anscheinend wohl mit chinesischen Passagieren an Bord. Sie war gestern Abend, muss man eigentlich sagen, um 17.41 Uhr also unserer Zeit, 17.41 Uhr, um 0.41 Uhr Ortszeit gestartet und sollte nach Angaben der Airlines um 6 Uhr morgens circa, so hieß es, aber auch ein bisschen später oder früher in Peking landen. 227 Menschen, Passagiere waren an Bord, 12 Besatzungsmitglieder, davon insgesamt aus 14 Ländern und 153 Passagiere stammen aus China, so die Meldungen. Der chinesische Außenminister Wang Yi äußerte sich besorgt über das Schicksal der Menschen an Bord. Man tut im Moment alles Menschenmögliche, um den Verbleib der Maschine aufzuklären, so der Außenminister auf einer Pressekonferenz aus Anlass der laufenden Jahrestagung des Volkskongresses in der chinesischen Hauptstadt. Derweil gibt es noch keine neuesten Informationen darüber. Aber auch die verzweifelten Angehörigen machen sich Sorgen. 150 von denen, wie ich schon gesagt, 153 von denen sind Chinesen. Verzweifelte Angehörige warten nun am Flughafen in Peking auf weitere Informationen, die nicht bestehen. Am Anfang hieß es, die Maschine wäre nur verspätet gekommen. Dann kam die Meldung rein, dass die Maschine dementsprechend vermisst wird. Wahrscheinlich abgestürzt irgendwo im Meer bei Vietnam. Vor Vietnam oder dementsprechend wo auch immer. Es habe keinen Notruf gegeben. Der Pilot ist sehr erfahren und die Maschine, die Boeing 777-200, die ist eigentlich auch ganz neu. 2 Stunden nach dem Start ist die Maschine vom Radar verschwunden. Dementsprechend gab es aber auch keinen Funkkontakt mehr mit der Crew in der Maschine.
der Malaysian Airlines vom Flug nach Kuala Lumpur in Malaysia. Sollte es neue Informationen geben, sei es jetzt sofort geradewegs hier bei Dercho TV Live, wenn es passieren sollte, mittendrin in einer Sendung oder dementsprechend im Laufe des Tages oder der nächsten Stunden, erfährt ihr das auf der WordPress-Seite, erfährt ihr das auf Facebook und auf Twitter per Eilmeldung. Ich werde mich darum kümmern dementsprechend. Ich kümmere mich ja auch dementsprechend drum. Deswegen wird das auch so sein, dass es dementsprechend so wird. Und natürlich, so sieht die Boeing 777-200 aus. Ein ähnliches Modell von Wikipedia auf der offiziellen, also auf der offiziellen Wikipedia-Seite der Malaysia Airlines. Das ist die Maschine, die dementsprechend nach neuesten Meldungen halt verschwunden ist. Ob sie natürlich abgestürzt ist oder ob weiß ich was mit der Maschine passiert ist, das steht noch nicht fest. Aber wir halten euch auf den Laufenden, wenn es darum mehr Informationen gibt. Wir kommen nun zu unserem anderen Thema. Das Thema Ukraine hält diese Sendung auch hier dementsprechend fest. Und es geht derweil natürlich ab, aber wir schauen nicht auf die Ukraine an sich, sondern auf die Russen. Denn das russische Gasunternehmen Gazprom will anscheinend der Ukraine den Gashahn zudrehen, sollten die Rechnungen, die noch nicht bezahlt wurden, nicht schnell bezahlt worden sein. Der Gazprom-Chef Alexei Miller sagte heute in Moskau, entweder die Ukraine begleicht ihre Schulden und zahlt für die laufenden Lieferungen oder es besteht das Risiko, dass wir zu einer Lage wie Anfang 2009 zurückkehren. Denn vor 5 Jahren, Anfang 2009, hatte nämlich der Konzern während des kalten Winters Einschränkungen gemacht, nachdem die Verhandlungen über einen neuen Gaspreis gescheitert waren. Davon waren auch einige europäische Länder, wie unter anderem auch Deutschland, betroffen, da das Gas für die durch die Ukraine hindurch durchgeleitet wird. Dies soll aber bei einem eventuellen Lieferstopp an der Ukraine nun anders sein. Es gibt kein Problem mit dem Gasweitertransport. Der Transit ist bezahlt und wird fortgesetzt, so ein Sprecher des staatlichen Gasunternehmens. Die Bundesregierung hat Anfang dieser Woche bzw. am letzten Montag erklärt, man sehe keinen Anlass, sich um die Versorgung des Erdgases zu sorgen. Die Gasspeicher seien gut gefüllt und Deutschland habe die viertgrößten Kapazitäten weltweit und sei auf mögliche Lieferengpässe gut vorbereitet, so die Regierung am Montag. Neben Norwegen zählt auch Russland zu den wichtigsten Gaslieferanten der Bundesrepublik. Also würden wir keine Gaslieferungen mehr aus Russland bekommen, wäre Norwegen immer noch eine Alternative und unsere Vorräte sind ja dementsprechend ja auch noch gut gefüllt. Und bis erneuerbare Energieträger auch noch weiterhin den Strommix dann abdecken können, sollen insbesondere auch dann einige moderne Gaskraftwerke die Gesamtversorgung sichern, wie unter anderem auch das Thema Fracking. Wer das kennt, der weiß ganz genau, um was es sich handelt. Wer nicht, guckt mal ein bisschen auf YouTube oder in sonstigen Portalen, wo es Informationen gibt. Wikipedia wäre auch eine Möglichkeit. Ja, die Direktverbindung nach Westeuropa über die Ostsee-Pipeline Nord Stream führt auch die Spannungen zwischen der EU und Russland. Bisher gab es dort keine Veränderung der sogenannten Gaslieferung und derzeit sei die Leitung zu 61% ausgelastet, sagte ein Sprecher der Nord Stream AG. Das liege innerhalb der technischen bedingten Schwankungsweite von 60 bis 64%, so heißt es. Die 1224 Kilometer lange Gasleitung zwischen Vyborg und St. Petersburg und Lubmin bei Greifswald wurde im November vor 2011, also vor knapp 2,5 Jahren, in Betrieb genommen. Und nach Angaben Millers waren gestern am Freitag 440 Millionen US-Dollar, sprich umgerechnet 317 Millionen Euro, die Februarlieferungen fällig, die Ukraine aber nicht begleichen konnte, beziehungsweise auch nicht beglichen hat. Und insgesamt schuldet das Land dem Konzern demnach 1,36 Milliarden Euro. Ein Haufen Geld, was die Ukraine nicht hat. Die EU will ja mit 11 Milliarden Soforthilfe natürlich der Ukraine helfen vor dem drohenden Staatsbankrott. Und falls ihr es auch mitgekriegt habt, sagen wir mal ölpreistechnisch, dann wisst ihr, seit der Eskalation, seitdem russische Truppen auf der Halbinsel Krim sind, ist der Ölpreis ein kleines bisschen nach oben gegangen.
Und die Börsen auch in Frankfurt und natürlich auch in New York und sonst wo sind weiter runtergegangen. Am Anfang dieser Woche ist auch die Börse in Moskau dermaßen katastrophal abgestürzt, dass es gar nicht gut aussah für die Russen. Da war dann noch was zur Ukraine. Der ukrainische Wirtschaftsminister versuchte auch die Situation dementsprechend ein bisschen zu verschärfen, kann man sagen. Er sagte, sein Land arbeite an einer Lösung zur Bezahlung der Gasrechnung und die Ukraine will dabei finanzielle Ressourcen einsetzen, die aus dem eigenen Land, aus dem Ausland kommen soll. Wie ich schon gesagt habe, die 11 Milliarden von der Europäischen Union. 11 Milliarden gibt die EU, 1 Milliarde Dollar oder Euro, Dollar war das, Dollar sind es dann natürlich die Amerikaner. So wird man natürlich auch sehen. Aber der Ukraine-Konflikt wird uns weiterhin natürlich begleiten. Alles weitere dazu natürlich auch auf unserer Seite derchotv.wordpress.com. Und außerdem, das können wir auch noch sagen, US-Präsident Obama und die Bundeskanzlerin Angela Merkel haben den Rückzug von russischen Soldaten. Hoppala, da ist mir das Bild verschwunden. Ja, das kann passieren. Ich hatte vor mir geradewegs die Meldung. Sogenannten Teleprompter, der Fernseher. Naja, jetzt kann ich es nicht vorlesen, aber sie haben den raschen Rückzug von den Rückzug der russischen Truppen gefordert. Mann, ist das lustig, ne? Da kackt mir vor mir irgendwie meine Glotze ab. Das ist nicht normal, ne? Oder ist mein Receiver kaputt? Ich weiß es auch nicht. Naja, so viel dann dazu. Zu Sachen Ukraine gibt es dann natürlich dementsprechend mehr natürlich bei derchotv.wordpress.com. Ja, da kackt mir das Bild, aber dann ist mir auch scheißegal. So, hallo. Ach, Ex-Receiver, kein Bock mehr. So, wir kommen zu den Nachrichten vom Tage. Dann lese ich sie halt vom Blatt ab. Geht ja nicht anders. Der Übergangspräsident Aldi Mansur hat ein langes erwartetes Wahlgesetz erlassen und damit den Weg zu den Abstimmungen über einen neuen Präsidenten geebnet. Jetzt muss nur noch die Wahlkommission einen Termin für die Wahl des neuen Präsidenten bestimmen, der aber noch vor Ende April stattfinden soll. Teil des Gesetzes ist eine umstrittene Klausel, wonach die Entscheidungen der Wahlkommission nicht anfechtbar sind. Als aussichtsreichster Kandidat gilt der mächtige Militärchef Adel Fattah al-Sisi. Im Juli letzten Jahres hat dessen Militär den 2012 gewählten islamistischen Präsidenten Mohamed Mursi nach Massenprotesten aus dem Amt entfernt. Kurz nach Ankunft ihrer Ankunft in Berlin ist die ehemalige ukrainische Regierungschefin Julia Timoschenko in der Berliner Charité untersucht worden, aber noch nicht operiert worden. Es sei noch nicht sicher, ob eine OP empfehlenswert sei, sagte der Charité-Chef Klaus-Max Einhäuptl in Berlin. Nach der Ankunft Timoschenkos gestern Abend sei eine Kernspintomographie gemacht worden. Weitere Untersuchungen stünden noch an. Timoschenko habe starke Schmerzen im unteren Rücken, die ins rechte Bein zögen, sagte der Neurologe Matthias Ederns. Die 53-Jährige könne nur mit einem Rollator gehen. Bayern, Niedersachsen, Hessen, Rheinland-Pfalz und Sachsen haben im letzten Jahr 2013 deutlich mehr Bundesmittel in Fernstraßen investieren können als vorgesehen. So habe der Bund dem Freistaat 140 Millionen Euro mehr überwiesen, als ihm laut Bundeshaushalt zum Jahresanfang zustanden. Das bestätigte das Verkehrsministerium einem Bericht der Wirtschaftswoche. Die Extraüberweisungen seien möglich geworden, weil andere Länder ihre Gelder nicht ganz verbauen konnten und ungenutzte Mittel an den Bund einfach zurückgegeben haben. Berlin zahlte 50 Millionen Euro zurück, Nordrhein-Westfalen 10 Millionen weniger, nämlich 40. Ein Stromausfall hat große Teile von Wolfsburg für mehr als 2 Stunden lahmgelegt. Eine defekte Leitungskupplung habe den Ausfall von 4 Generatoren im VW-Kraftwerk geführt, das auch die niedersächsische Stadt versorge, sagte eine Sprecherin des Versorgers LSW Energie. Betroffen war nach Angaben der Polizei das Gebiet östlich von Fallersleben mit rund 50.000 Haushalten. Der Stromausfall hat auch eine Sonderschicht im VW-Werk lahmgelegt. Auch das Spiel Bremen gegen Bayern war betroffen, was stattfand. Mehr dazu gleich.
Dann kommen wir noch zu einer beinahe Flugzeugkatastrophe. Ein Reifenbrand eines Flugzeugs des indischen Billigfliegers Indigo ist glimpflich ausgegangen. Nach der Landung der Maschine in Nepals Hauptstadt Kathmandu schlugen Rauch und Flammen aus den Bremsen des Hinterreifens. Doch dennoch konnten sich alle 176 Passagiere sowie die sechsköpfige Besatzung noch über Notrutschen in Sicherheit bringen, so Indigo in einer Mitteilung. Alle Insassen seien wohl auf. Die private Billigfluglinie hat seit ihrer Gründung im Jahr 2006 einen rasanten Aufstieg hingelegt. Inzwischen ist sie Indiens größte Fluggesellschaft. Und wie ich schon gesagt habe, hier sind die Ergebnisse der Samstagsspiele. 6 Stück waren das, weil gestern kein Freitagsspiel stattfand wegen des Länderspiels am Dienstag. Am Mittwoch, Entschuldigung, hier sind sie. Wolfsburg verliert gegen Bayern München 1:6. Hannover 96 macht ein Unentschieden gegen Bayer Leverkusen 1:1. Schalke 04 nach der heftigen Niederlage gegen Bayern und gegen Real Madrid in der Champions League, gegen Bayern gegen Bayern in der Bundesliga. 4:0. Mönchengladbach kann gegen Augsburg nicht gewinnen. Augsburg gewinnt nämlich gegen Mönchengladbach in Mönchengladbach 1:2. VfB Stuttgart gegen Eintracht Braunschweig 2:2. Unentschieden kam noch raus. Und der Hamburger Sportverein schafft gegen Eintracht Frankfurt nur ein 1:1. In knapp einer Viertelstunde gibt es das nächste Spiel. Welches es ist, habe ich jetzt vergessen. Und morgen gibt es noch 2. So viel dann auch dazu. Jetzt muss ich die Kamera wiederfinden. Ja, und so viel zu den News des Tages inklusive der Bundesliga. Aber wir bleiben beim Sport, denn gestern haben die Paralympics angefangen. Die sagen wir mal, das Pendant die Olympischen Spiele für Behinderte, sprich für Blinde die natürlich, sagen wir mal, halt mit Behinderungen geboren wurden und. Und heute war der erste Wettkampftag und Deutschland hat direkt seit dem letzten Stand, wie ich weiß, also von heute Mittag bei der Vorbereitung dieser Sendung, 2 Goldmedaillen holen können und das direkt auch noch heute am Internationalen Weltfrauentag, denn es waren 2 Frauen. So schaut es aus. Andrea Eskau gewann im Biathlon-Sprint die erste Goldmedaille bei diesen Paralympics für Deutschland, aber auch die 21-jährige Anna Schaffelhuber hat bei der Abfahrt der sitzenden Klasse durchgesetzt. Die Skirennfahrerin setzte sich überraschend durch. Eskau gewann in ihrem Hightech-Schlitten souverän den Biathlon-Sprint. Eskau sagte noch, das ist wirklich verrückt, damit habe ich nicht gerechnet. Und einen besseren Auftakt hätten wir uns nicht wünschen können, so die 42 Jahre alte Diplom-Psychologin, die ihr erstes Wintergold gesichert hat. Sie hat schon bei den Paralympischen Sommerspielen mitgemacht, vor knapp 2 Jahren in London. Und dort hat sie schon mal 3-mal mit ihrem Handbike triumphiert, also 3-mal Gold geholt. Auch etwas ganz Besonderes. Schaffelhuber konnte aber auch ihren Glück kaum glauben mit ihrem Gewinn des ersten Paralympic-Golds und strahlte im Ziel mit der Sonne um die Wette. Und es ging wirklich nur um 1400 Sekunden. Silber ging nämlich an die US-Amerikanerin Elena Nichols, die dann Silber gewann. Schaffelhuber sagte dann noch, das kann ich noch gar nicht realisieren. Und die Eltern und ihr Bruder haben natürlich auf der Tribüne die Daumen gedrückt und wir sagen natürlich ganz herzlich hier herzlichen Glückwunsch. Das Ganze auch noch am Weltfrauentag, warum nicht was Besseres? Ich hoffe, ihr habt eure Freundin bzw. eure Mutter irgendwie ein bisschen was gegönnt, wenn es heißt, ihre Mütter, Moment mal, es gibt ja noch den Muttertag. Ja, aber bei der Mutter muss es auch mal sein. Irgendwie verwöhnen, Strauß Blumen, eine Packung Merci, wie auch immer, eine Packung Schokolade, wie auch immer. Bei den Männern sah es nicht so toll aus, beziehungsweise wir kommen noch nicht zu den Männern, denn wir kommen erstmal noch zu einer Biathletin in deutscher Sicht. Anja Wickert aus Stuttgart nämlich, die musste sich nach einem Fehler beim letzten Schuss im Biathlon mit dem 6. Platz bei den Sitzenden leider zufrieden geben. Und dann kommen wir zu den Männern, die konnten nicht so richtig gut raushauen, nämlich Martin Fleig aus Gundelfingen hat in der gleichen Klasse nur Platz 9 erreicht. Ein bisschen schade, aber was soll's, kann halt natürlich auch mal passieren. So viel zu den Paralympics. Wie schon gesagt, bei den Paralympics ist es diesmal anders wie bei den Olympischen Spielen. Die gehen ja nur eine Woche, wie ich es jetzt weiß, und also bis nächsten Sonntag. Und es gibt jeweils immer nur eine Meldung, wenn Deutschland Gold gewinnt. Also
Kann eventuellerweise jetzt zum Beispiel noch passieren, dann muss ich es nachprüfen, schreiben und dann ist es natürlich auch online. Dementsprechend kann das natürlich auch im Laufe so einer Sendung passieren, aber ich glaube auch die Paralympics sind derweil auch schon vorbei, 3 Stunden Zeitunterschied im russischen Sotschi. Wo wir dann aber gerade noch bei Sotschi sind, denn wegen der Eskalation in der Ukraine, was uns überhaupt nicht loslässt im Moment in den letzten Tagen und Wochen hier, hat die ukrainische Paralympics-Delegation gestern bei der Eröffnung boykottiert. Jetzt fragt man sich, wie boykottiert? Nicht mitgemacht. Die machen mit, aber es ging bei der, als die ganzen Länder natürlich, die ganzen paralympischen Athleten rauskamen, war nur der Fahnenträger im Rollstuhl da. Mehr nicht. Der Rest ist nicht rausgegangen. Man wollte halt dementsprechend nicht Wladimir Putin zujubeln, das, was er im Moment ja mit dem Land deren macht. Das ist auch gerade nicht so prickelnd, wie es so schön heißt. Ja, so viel dann auch dazu. Und wir sind noch lange nicht am Ende dieser Sendung. Nein, es geht jetzt ein bisschen interner weiter, denn es gibt ein bisschen was von unserem netten Kollegen von Playnator.de zu verkünden. Denn Playnator.de erstrahlt seit einigen, ich sag mal, ja nicht einigen Tagen, aber seit einigen Stunden im neuen Look. Ja, und ich muss mal ein bisschen hier mein Lappy-Bildschirm ein bisschen anders machen, denn so sieht ungefähr jetzt Playnator.de aus. Also sagen wir mal, hier gibt es jetzt wieder Gaming-News, hier gibt es Kinotrailer und hier gibt es auch News rund um Dercho TV im Community Center. Da geht ihr einfach dann mal auf Gruppen. Ihr könnt es natürlich auch dementsprechend dann in der URL eingeben, playnator.de/Gruppen. So einfach ist das auch. Dann geht ihr dementsprechend natürlich im Gruppenverzeichnis. Dort gibt es unter anderem Dercho TV. Letztes Mal vor 4 Stunden und 5 Minuten aktiv. Hier gibt es, wenn schon, nur aktuelle Videos noch einmal im Überblick. Sprich zum Beispiel Dercho TV Live, die Let's Plays bei YouTube, die App der Woche und natürlich auch Dercho TV Thema und natürlich auch der Vlog, den ich jetzt natürlich nicht daran gedacht habe, aber ab dann natürlich schon. So möchte ich das natürlich sagen. Ihr könnt auch dementsprechend dort eure, wie soll ich sagen, eure Gruppe eröffnen. Aber es gibt natürlich auch aktuelle Meldungen. Und das Schönste dabei ist, die sind von uns. Ja, von mir, von Dercho TV sind sie, die aktuellen Meldungen. Ihr seht hier zum Beispiel nur eine Meldung jetzt im Moment zur Europawahl, dass Jean-Claude Juncker unter anderem dementsprechend der Spitzenkandidat der konservativen EVP, der Europäischen Volkspartei, ist. Hier kann man es dementsprechend dann nochmal sehen, dass es natürlich von mir geschrieben wurde, Quelle Dercho TV. Also ihr wisst, diese News könnt ihr dann auch natürlich dementsprechend selbst noch einmal hier lesen. Die News werden natürlich dann dementsprechend auch vom Stefan übernommen. Er hat von mir die Erlaubnis gekriegt. Bei mir ist es einfach nur so, dass ich ja die News bei Dercho TV präsentiere. Man sieht mich nicht, das ist ja mal wieder klar. So, jetzt aber. Das ist dann dementsprechend so, dass es dann halt dort auch so sein wird. Jetzt komme ich natürlich noch mal zu einer Sache, die hat nämlich damit zu tun. Ihr seht, da klebt seit gestern Abend ein neues Schild. Das hat nämlich damit zu tun, gestern Abend habe ich ja bekannt gegeben, dass es Ende März einen Relaunch geben wird mit einem Sendestart, und zwar nicht mit dem Sendestart vom WebTV. Einschränkungen sind unter anderem, dass es nur 500 Zuschauer gucken können, diese Webshow live, also sprich donnerstags und freitags um 19 Uhr und am Samstag um 18 Uhr können im Moment jetzt nur 50 Zuschauer live sehen. Also der 51. hat Arschkarte. Ja, der hat Problem. Der hat ein Problem, der muss einfach nur hoffen, dass einer rausgeht und dass der nächste reingeht. Ab dem 28. März wird es aber so sein, dass mindestens das Zehnfache noch gucken können, also 500 Zuschauer mindestens. Maximal heißt es eigentlich. Nicht mindestens, sondern maximal. Und das bedeutet, dass Dercho TV dann auch mehr Sendungen machen wird. Es wird eigene News geben, das heißt, die News des Tages, die es hier sonst gibt, werden in einer eigenen News-Sendung ausgelagert. Es wird einen Wochenrückblick geben. Die Let's Plays, die sonst auch auf YouTube zu sehen sind, die Erstausstrahl, also die frische neue Folge des Let's Plays wird es erst auf YouTube geben, dann auf dem Webchannel, also auf dem Web-TV-Kanal auf MakeTV. Es wird ein paar Live-Shows geben. Es wird natürlich auch weiterhin Dercho TV Live geben mit dem Untertitel Das Magazin. Und die Sendung wird ungefähr eine Viertelstunde länger, also 45 Minuten. Und da wird es ja nicht nur um Politik gehen, sondern natürlich auch dementsprechend um Lifestyle, Entertainment und so weiter und so fort. Die Sendung wird dann aber direkt dann nach
der Ausstrahlung ungefähr eine Stunde, 2 Stunden, je nachdem, wenn ich dran denke, schon auf YouTube zu finden sein. Und so wird das Ganze dann natürlich auch ablaufen. Des Weiteren wird es dann natürlich auch eine Sportsendung geben und, und. Lasst euch einfach überraschen, in den nächsten 2 Wochen werden einzelne Stücke dieses neuen Projektes, der Erweiterung des Projektes, möchte ich es mal nennen, online gehen. Nächste Woche oder übernächste Woche wird es dann auch schon Probesendungen geben. Nee, übernächste Woche, ja, übernächste Woche wäre dann vor dem Sendestart. Und am Freitag, den 28. Februar, den 28. März um 15 Uhr geht es dann los. Dann werde ich euch von hier aus 5 Stunden, alle 3 Tage, also 3 Tage in der Woche, also sprich Freitag, Samstag und Sonntag erstmal, wird auch wahrscheinlich erstmal reichen, 5 Stunden erstmal begrüßen. Wie das dann im Ganzen aussehen wird, das wird ihr auch dann natürlich auch schon erfahren. So viel dann auch von mir aus hier. Ich muss auch geradewegs gucken, weil ich merke, ich habe nur noch 3 Minuten. Ich darf nicht so lange reden. Und deswegen wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Abend. Wir sehen uns dann mit der Echo TV Live am Donnerstag erst wieder. Das wäre dann die vorletzte Donnerstags, nee, die, ja, die vorletzte Donnerstagssendung. Ja, die vorletzte Donnerstagssendung. Was haben wir denn da? Ah ja, übernächsten Donnerstag. Ja, die vorletzte Donnerstagssendung, denn wie schon gesagt, die vorletzte Donnerstagssendung, dann wird es ja die Sendung dann nur noch Freitag, Samstags und Sonntags geben, sprich dann die Donnerstagssendung wandert auf den Sonntag und wie schon gesagt, wird dann alles anders. Des Weiteren möchte ich euch dann noch bedanken fürs Zuschauen. Freut euch drauf, die Sendung dann auf YouTube wiederzusehen. Derweil sage ich Tschüss, bis dann.